Lieben, hier ist Janine von West Wing. Eine Bilderwand ist immer ein tolles Highlight in jedem Zuhause. Und die kann ganz kreativ gestaltet sein. Mit eigenen Bildern, mit Fotografien, mit Gemälden, mit Kunstdrucken. Aber wie schaffe ich es, diesen Galeriestyle zu mir nach Hause zu bringen? Welche Bilder passen zusammen? Welche Größen brauche ich? Wie viele? Und wie arrangiere ich sie an der Wand? So viele Fragen, aber keine Panik. Ich habe euch heute super tolle Tipps mitgebracht, wie ihr den Galerieflair zu euch ganz einfach nach Hause bringt. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Für eure Bilderwand benötigt ihr eine Wasserwaage, Zollstock, Kreppband, Papier für Schablonen, Bleistift, Schere und natürlich viele Bilder. Bevor ihr eure Bilderauswahl trifft, schaut euch einmal zu Hause um. Welche Farben sind schon vorhanden von euren Möbeln, von euren Wänden, von eurer Dekoration? Denn bei der Bildauswahl ist es super gut, wenn sie dann in diese Farbpalette passen. Bei der Motivauswahl könnt ihr dann total kreativ sein und auch ganz viel mixen. Zum Beispiel wie hier Illustrationen oder Fotografien. Wenn ihr euch dann für persönliche Fotos entscheidet, dann kann ich euch den Tipp geben, druckt die schwarz-weiß aus oder legt einen Filter drüber, damit er auch zu eurer persönlichen Farbpalette passt. Jetzt geht's ans Aufhängen. Achtet dabei darauf, dass die Bilder auf Augenhöhe hängen. Und dann könnt ihr den Bereich, in dem die Bilder hängen sollen, markieren. Es gibt schon viele tolle Apps, die euch bei der Gestaltung helfen können. Zum Beispiel gibt es einen Filter auf West Wing Instagram, bei dem ihr an eurer eigenen Wand ausprobieren könnt, wie die Bilder aussehen. Die erste Variante, die ich euch zeigen möchte, ist die Kantenhängung. Dabei werden alle Kanten und Ecken der Bilder an einer Mittellinie orientiert. Messt ab, wo ihr eure Mittellinie haben wollt und schaut dann mit einer Wasserwaage, dass sie auch schön gerade ist. Ich habe mir dann auch noch Malerkrepp zur Hilfe genommen. Kleiner Tipp, bevor ihr die Bilder aufhängt, legt sie euch auf den Boden in demselben Maßstab. So könnt ihr dann sehen, ob euch die Platzierung gefällt und achtet darauf, dass die Abstände zwischen den Bildern immer gleich sind. Was ich euch auch sehr empfehlen kann, sind Schablonen in derselben Größe wie die Bilder anzufertigen. Denn dann könnt ihr vorher einmal gucken, wie die Bilder an der Wand aussehen könnten. Und wenn euch irgendetwas nicht gefällt, dann könnt ihr es ganz einfach umsortieren. Man braucht ein bisschen Vorbereitungszeit, aber ich finde, das Ergebnis ist richtig toll geworden. Das war die Kantenhängung und jetzt habe ich noch eine zweite Variante für euch und die nennt sich die Petersburger Hängung, auch Salonhängung genannt. Und das haben damals die Adligen in der Spätrenaissance schon verwendet, um ihre Kunstschätze üppig an den Wänden zur Schau zu stellen. Und bei der Variante werden die Wände und sogar ganze Räume von oben bis unten mit Bildern und Kunstwerken vollgehängt. Es gibt also keine Regeln. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, bleibt in eurer Farbpalette. Und auch bei dieser Variation legt wieder alles auf den Boden, damit ihr einen tollen Überblick habt, damit ihr sehen könnt, wie ihr das arrangieren wollt. Und hier auch wieder, ihr könnt unterschiedliche Bilderrahmen verwenden, unterschiedliche Wandbehänge, Wanddekoration. Was ich euch aber wieder als Tipp geben kann, benutzt Schablonen. Als Tipp für euch, fangt mit dem größten Bild an und dekoriert dann alle anderen Bilder drumherum. Oh, wie schön! Ich bin richtig, richtig begeistert von dem Ergebnis. Und ich hätte nie gedacht, wie einfach das war. Und das kann ich euch auch nur als Tipp mitgeben. Traut euch, probiert euch aus. Und das Tolle hier dran ist, ihr könnt einfach nichts falsch machen. Und hier habe ich noch ein bisschen Platz gelassen für meine Skulptur, damit die sich richtig schön in meine Bilderwand integriert. Und ich freue mich schon auf eure Kommentare und eure Ideen, die ihr mir bestimmt unten in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mua. Tschüss!